Hallo Fotofreunde, ich möchte euch auffordern, mit mir Regeln zu brechen in der Fotografie. Wodurch möglicherweise eure Kreativität einen Impuls kriegt, angeregt wird und ihr vielleicht sogar bessere Fotos macht. Aber alles der Reihe nach. Und wer bin ich schon, ein besseres oder ein schlechteres Foto zu beurteilen? Vorweg, die Bildbeispiele, die ich euch zeige, haben wie immer keine Allgemeingültigkeit. Und auch diese 8 Regeln, die ich mit euch zusammen brechen möchte, wo ich euch ermutigen möchte, die einfach mal in der Fotografie zu brechen, haben natürlich auch keine Allgemeingültigkeit. Aber warum in aller Welt komme ich darauf, dieses Video darüber zu machen? Naja, ich habe mir mal meine persönliche Art der Fotografie, wie ich fotografiere, angeschaut über die letzten Jahre. Und eine Sache, die ist mir schon mal aufgefallen, und das ist eine Entwicklung. Mittlerweile, ich beschränke mich jetzt erstmal auf den Porträtbereich, denn darum soll es heute in diesem Video gehen, ist mir aufgefallen, dass mir per se immer öfter und immer wiederkehrend Bilder gefallen, die nicht perfekt sind, die etwas Unperfektes haben. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Ich kann da halt nur für mich sprechen, aber das ist eine ganz deutliche Entwicklung. Mittlerweile versuche ich beim Fotografieren auch bewusst unperfekte Bilder zu machen. Vielleicht bewusst mal zu verwackeln, vielleicht mal bewusst zu defokussieren, vielleicht mal bewusst das Bild mit technischen Mitteln schlechter zu machen, indem man einen Filter draufschraubt. Das sind jetzt nur so einige Beispiele, die mir aufgefallen sind. Bei den meinen Lieblingsbildern aus jedem Jahr, da quäle ich mich ja immer 12 rauszusuchen, sind oftmals auch diese unperfekten Bilder dabei. Ich habe mal versucht, in meinen ganzen wirren Gedanken, wie war in meinem Kopf, ein bisschen Struktur reinzubringen. Und deswegen, ja, habe ich mal 8 Regeln aufgestellt, die es zu brechen gilt. Und ihr wisst ja, wie es in der Fotografie ist. Man sollte Regeln kennen, bevor man sie bricht, ne? Aber es spricht ja nichts dagegen. Wir sind hier in einer sehr kreativen Geschichte unterwegs, auch mal einfach Regeln zu brechen. Ob man das überhaupt Regeln nennen kann, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt sein. Ich habe jetzt mal 8 Punkte aufgestellt für mich, wo ich euch jetzt einfach mal Bildbeispiele zeigen möchte, wo ich bewusst oder manchmal auch unbewusst Dinge getan habe, die nach meinem Geschmacksempfinden dem Bild hinten raus unheimlich gut getan haben. An dieser Stelle ein kleiner Querverweis. Der Christian Anderl hat gerade ein Video rausgebracht vor ein paar Tagen. Was passiert eigentlich in Social Media? Und da geht es auch so ein bisschen um dieses zu perfekte, zu bunte, zu tolle Leben, was auf Social Media propagiert wird. Ganz interessant, ich verlinke euch das Video mal in den Shownotes. Geht nicht ganz in die Richtung, aber ich sehe da so gewisse Schnittmengen. Hier soll es jetzt einfach darum gehen, wie du ganz bewusst, wenn du sagst, boah, und sagen wir ehrlich, wer von uns hat das nicht auch schon mal gehabt, dass man sagt, oh, irgendwie stehe ich auf der Stelle, ich habe keinen Bock, ich bin unkreativ, alle Bilder, die ich sehe, alle Bilder, die ich so mache, die sehen gleich aus, mö. Ne? Kennen wir alle. Nehmt das jetzt mal diese 8 Punkte als Impuls, vielleicht mal bewusst Dinge zu verändern. Wie gesagt, reine Geschmackssache. Es müssen euch auch nicht alle 8 Punkte gefallen, sondern nehmt es einfach als Impuls, mal bewusst beim nächsten Shooting anders ranzugehen. Und mir ist jetzt spontan noch, ich sag mal, ein Bonustipp am Ende, also der 9. vielleicht, eingefallen, den ich euch auch noch mit auf den Weg gehen möchte. Deswegen notiere ich mir den mal eben hier auf der Fahrkarte. Fotofreunde, ich ziehe die Spannungskurve nicht bis ins Endliche. Wir fangen an mit Regel Nummer 1, Tipp Nummer 1. Ich habe gerade schon gesagt, alle die Regeln, Tipps, Inspirationen beziehen sich jetzt erstmal auf die Porträtfotografie. Eine Regel, die man immer wieder in der Porträtfotografie hört, ist, man darf dem Model nicht in die Nase fotografieren. Also sprich, dass man einen tiefen Winkel wählt und die Nasenlöcher zur Schau stellt. Ist es eine schöne Regel, hat vielleicht irgendwas mit Ästhetikgefühl zu tun. Jetzt kommt aber das Aber. Was ist denn, wenn ich Situationen habe, wo ich einen spannenden Hintergrund habe, wo ich vielleicht auch eine Stimmung zum Ausdruck bringen will? Also wenn ich ja von einem Menschen hochfotografiere, von unten hochfotografiere, lässt es ihn ja erhabener, größer, mächtiger wirken. Ne? Und naja gut, dann kann man sich die Nase zukleben oder man kann halt nur eine Pose machen, wo das Model runterguckt. Löst euch von der Regel. Ich finde die oftmals Unsinn. Bei dem Bild, der ist noch gar nicht so alt, ist in Frankfurt passiert. Dana hat geraucht. Also auch da, das Rauchen. Es geht jetzt gar nicht, die Diskussion hier vom Leisten zu brechen, ist Rauchen gut oder ist Rauchen schlecht.
wenn das Model raucht, baue ich das auch gerne mal ein. Und viele von den Bildern muss ich auch davor schieben, die kann man gar nicht so in eine Regel so einbauen. An der linken Hand von Adana sieht man, dass es auch minimal verwackelt ist. Ja, sie hat die Kippe in der Schnüss und ich habe von unten nach oben fotografiert. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte einfach Hintergrund die Lampen mit reinkriegen und von diesem Posing, von diesem Coolen in dieser Großstadt rauchend. Ich habe natürlich alle Perspektiven probiert. Mir hat die einfach am besten gefallen. Und ja, man sieht die Nasenlöcher. Ich sag mal ganz frech. Na und? Und ihr seht jetzt auch hier schon, da ist eine gewisse Körnigkeit mit drin. Ne? Kommen wir nochmal zum anderen Punkt zu. Und an dem Halo von der Lampe sieht man auch sehr schön, dass natürlich der feine Herr wieder einen Mistfilter benutzt hat. Warum Mistfilter? Tja, Mist. Es macht nebeliger, ne? Also auch wieder was Unperfektes. Aber darum geht es im anderen Punkt. Nächste Bild ist auch in Frankfurt entstanden. Yuki, das ist glaube ich vom Commerzbank Tower. Auch hier, es wurde von unten nach oben fotografiert. Ich wollte einfach die Hochhäuser dahinter haben. Und man sieht auch wieder Nasenlöchlein. Aber auch hier, ich möchte mich meinem Argument von gerade anschließen. Ich würde kein Dogma draus machen. Also ich würde auch so eine Regel in der Porträtfotografie brechen und sagen, je nachdem, darf man das und kann man das und sollte man das. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Regel, die ihr brechen solltet. Ich nenne es mal, erweitert einfach die Definition von dem Porträtbegriff. Es gibt ja so die ganz klassischen und sehr konservativen, eng gefassten Porträtbegriffe, dass ein Porträt eigentlich ein Headshot ist. Sprich, vielleicht hier noch ein bisschen von hier und das ist es. Ich habe den Porträtbegriff, aber da können wir auch gerne hier strittig drüber diskutieren in den Kommentaren. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich würde den viel, viel, viel weiter fassen. Es geht ja, glaube ich, um das Abbild eines Menschen. So, und ich kann doch auch einen Menschen in seiner Umgebung darstellen, wie ich finde. Das muss nicht immer close sein. Aber wie gesagt, kann auch jeder gerne zu einer anderen Meinung kommen. Ich mag es eben auch bei einem Porträtshoot, den Menschen nicht immer unbedingt in den Mittelpunkt zu setzen, sondern man spricht ja, glaube ich, von Environmental Portrait. Sprich, man packt den Menschen in eine Umgebung, in eine Gegend, in eine Situation, in eine Szene, wo man vielleicht das Auge auch im ersten Moment erstmal suchen muss. Ach, guck mal, da ist mein kleines Model in diesem großen Bild. Kann man natürlich durch Lichtsetzung helfen, dem Auge das zu finden. Man kann mit Führungslinien arbeiten. Da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Geschichten. Aber Regel 2, ein Porträt muss nicht immer close sein. Ganz im Gegenteil. Ein Mensch kann sich auch schon mal, finde ich, wenn die Landschaft, die Gegend es hergibt, sich verlieren. Da waren wir in der Weltmetropole Burscheid, Nadine und ich. Und warum bin ich an diesem Spot hängen geblieben? Der Schattenwurf, dieses harte Licht von diesem Eingang, hat halt super harte Schatten auf den Boden geworfen. Ja. Nadine ist irgendwo links oben und guckt aus dem Bild nach oben raus. Also sie ist ja nur ein ganz kleines Beiwerk von diesem Bild. Trotzdem finde ich, fügt die sich hervorragend in diese ganze Szene rein, aber die Szenerie lebt natürlich auch von dem Drumherum. Und der Mensch wird zur Nebensache. Sie hat jetzt auch noch ein schwarzes Kleid an in dieser schwarzen Umgebung. Das heißt, man sieht außer die Hauttöne sogar viel, viel weniger noch. Also der Mensch wird in diesem Bild, in diesem, ich nenne es bewusst Porträt, einfach zur Nebensache. Also da ermutige ich euch auch mal, guckt einfach mal nach Situationen, wo man auch den Menschen als Nebensache gut reinpacken kann. Bei mir im Studio ein Shooting mit Angie. Tja, auch hier, der Mensch ist eigentlich Nebensache, ne? Rechts unten im Bild. Jetzt könnte man wieder sagen, toter Raum, viel verschenkt, gerade auch. Da war ja viel, viel Teer, viel Pflastersteine. Hier ist viel schwarz. Ja, ist es. Und ich lache allen Kritikern ins Gesicht. Ich finde das spannend. Das alte Radiogerät ist für mich so eine Art Führungslinie, die zu meinem Model hinzeigt. Ja, und sie guckt irgendwo in der Ecke, also jetzt auch gar nicht bewusst in die Kamera. Ne, sie ist da so, das Bein ist abgeschnitten. Ich schneide hier durch Gelenke, ich schneide den Menschen ab. Ja, sollte man vielleicht nicht machen, aber probiert es mal aus. Da hier der Mensch eh nicht im Vordergrund ist, hätte ich diesen Schnitt gemacht, wirklich, wenn das Model vorne ganz präsent im Vordergrund gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht auch nicht so gut gefunden. Aber hier ist es ja auch nur ein Teil dieses Ganzen, dieser Gesamtsituation. Und da habe ich bewusst durch den schwarzen Untergrund auch nochmal ein bisschen was weggesäbelt. Nächste Regel, die man brechen kann, das Model immer zentral, mittig, groß. Macht es mal klein, baut es mal klein in die Umgebung ein. Okay, man muss da vielleicht eher rausgehen im Studio, wenn man nicht eine weiße Hohlkehle hat. Ist das vielleicht nicht ganz so witzig, aber ich glaube, ihr wisst, wobei oder worauf ich bei dieser zweiten Regel hinaus will. Wir machen weiter mit Regel Nummer 3, Inspiration Nummer 3, die ihr auch mal brechen solltet. Bewusst mal zu defokussieren. Ich muss zugeben,
Die Idee kam mir, als ich, weil ich zu doof war oder die Motiverkennung nicht tadellos geklappt hat, dass der Fokus falsch war, mir das Bild aber so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, boah, das ist nur, weil immer, warum muss, also klar, die Augen sollen scharf sein, aber lasst zu, mal das große Ganze zu beurteilen. Wenn ihr findet, dass die Szenerie, dass der Moment, dass der Ausdruck von eurem Model in dem Moment geil ist, ja, Entschuldigung, scheiß auf den Fokus. Das eine war auf einer Brücke im Sonnenuntergang und wenn man hier jetzt genau reinzoomen würde, sitzt der Fokus hier vorne auf den Haaren und nicht auf dem Auge. Das war einfach auch so eine Momentaufnahme, der Ellbogen ist abgeschnitten, aber ich mochte den Ausdruck von meinem Model an der Stelle wirklich so richtig gerne und deswegen habe ich gesagt, komm, unperfekt kann man machen manchmal. Rauschen ist auch so ein unperfekt Ding, keine Angst vor ISO, hatte ich früher auch, tut nicht weh und geht ja auch wieder ein bisschen so in die Analogzeit zurück, aber dazu an einer anderen Stelle mehr. Nächste Bild, Dana, Frankfurt, eine Lichtquelle, hartes Licht von oben. Wenn man hier reinzoomen würde, würde man genau sehen, dass der Fokus eher auf der Haarpracht von Dana ist, als wirklich auf dem Auge. Aber zum einen sieht man es möglicherweise nur, wenn man reinzoomt, zum anderen lebt das Bild ja auch eben davon, dass man das Gesicht gar nicht richtig erkennt, dass es so ein Lichtschattenspiel ist. Ja? Also macht euch nicht bang, wenn der Fokus nicht immer sitzt. Klar, wenn ihr jetzt ein Close-Up im Studio macht, offenblendig und das Ohr ist scharf, dann, ihr wisst, was ich meine, es muss zu der Art des Bildes passen. Yuki, Frankfurt. Ihr könnt jetzt behaupten, ich wollte das. Ich wollte den Fokus aufs Gitter setzen. Nee, wollte ich nicht. Das war das 35er Sigma. Motiverkennung hat nicht so ganz funktioniert, zumindest habe ich es nicht kontrolliert, wahrscheinlich saß auf dem vorderen Auge, dann hat der Fokus aber trotzdem die kleine Linie da genommen. Trotzdem eins meiner Lieblingsbilder aus dieser Serie, weil, naja, man kann ja sagen, ich wollte das so. Um vielleicht nochmal diese Zerbrechlichkeit hinterm Zaun, dieses Posing von Yuki da nochmal hervorzuheben. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, die nächste Regel. Porträt sagt man ja, nicht unter 24, ne? Klassische Porträtbrennweiten 50, 85, 105, vor 35, 24, nehmt doch mal bewusst 24 mm, beziehungsweise weniger als 24 Meter. Da muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, weil es natürlich auch Körperteile, die näher an der Kamera sind, hervorhebt, größer macht und man muss auch schon mal ein bisschen aufpassen, weil man Menschen entstellen kann. Wann mache ich das? Wenn ich Szenerien einfangen will, wo viel mit drauf muss und wo, tja, es anders nicht funktioniert. Das Bild aus dem Mars Trash Art Shoot, da hat mir nachhinein nicht so gut gefallen, aber ich brauchte was weitwinkliges als 24. Das sind jetzt 20 mm, also das 13 mm Wildrox an der Z30 und ich wollte halt die Details, wie den Zucker hier vorne, die umgepulte Pulle da, hier vorne der Fernseher neu im Anschnitt. Also ich wollte diese ganze Szenerie haben. Deswegen bewusst im Porträtbereich, gut, Gesicht ist jetzt nicht zu erkennen, einfach mal weitwinkliger gegangen, als es normalerweise tunlich ist. Mit Nadine, da haben wir das 400er geshootet. Da hat es nicht gepasst, ich fand aber diese Lichtstimmung so schön. Also einfach auch mal mit 20 mm drauf gehalten. Ne? Würde jetzt natürlich jetzt auch nicht meine Porträtlinse werden, die ich jetzt immer bevorzugen würde. Aber wer behauptet, das geht nicht? Nee. Und wenn man sich wirklich mal vielleicht auch beschränken möchte und an seiner Kreativität arbeiten möchte, am Motivange, ja, dann vielleicht nur mal 20 mm mitnehmen. Verwackelt. Nächste Regel, die ihr bewusst mal brechen solltet. Bewusst mal länger zu belichten und in Kauf nehmen, dass ein Bild verwackelt. Das kriegt eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Intensität. Hier muss ich zugeben, das sind auch Fotos, die wollte ich nicht, aber im Nachhinein haben sie mir total gut gefallen. Hier wieder gleiche Brückenset, mitten in der Bewegung und ihr seht die Haare fliegen. Wenn man hier reinzoomen würde, die Augen werden auch verwackelt. Aber ich finde, dieses Porträt hat einfach Ausdruck. Und ja, scharf hätte es vielleicht auch funktioniert. Mittlerweile, muss ich sagen, gefällt mir das Unperfekte, das Verwackelte besser, als wenn das knacke scharf gewesen wäre. Hier wieder mit Nadine. Ich glaube, Nadine sollte mich anschreien. Das war Zeche Zollverein. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie da auf mich zugelaufen ist. Das ist ja komplett unscharf, dieses Bild. Da suchst du vergeblich die Schärfe. Es kann auch sein, dass der Fokus überhaupt nicht gepackt hat, weil es dunkel war. Aber jetzt mal ernsthaft. Dieses Schreien, dieser schreiende Mensch in der Unschärfe, das, ne, das regt doch das Nachdenken wieder an. Warum ist das unscharf? Wie viel Stress ist da? Auch das ist durch den Kopf geschnitten, die Finger sind weg. Also auch noch ganz viele Anschnittsregeln gebrochen. Gleichwohl war das eins meiner Lieblingsfotos aus 2022.
Jawohl. Nächste Regel, wo man mal beigehen kann. Hier fasse ich mal so zwei Sachen zusammen. Also, ein Model muss immer ins offene Bild reingucken. Ja. Ein Model muss immer eindeutig zu sehen sein. Es dürfen keine Reflexionen sein. Es können keine Störelemente sein, die die Silhouette des Menschen kaputt machen. ISO muss immer gering sein. Es darf nicht rauschen. Das sind jetzt alles so mal drei Punkte, die ich hier jetzt mal zusammenfasse, weil ich es nicht besser greifen kann. Tier in Hamburg. Ich nutze ja immer gerne Reflexion. Ja, keine Ahnung, ISO 2000. Ich habe das auch gar nicht entrauscht, weil ich mittlerweile die Körnung einfach auch mag. Das liegt natürlich auch wieder an dem eigenen Style der Bildentwicklung. Aber schaut mal. Hier, Lichter. Ich weiß gar nicht, ob die hinter der Scheibe waren. Mitten im Kopf drin. No-Go? Möglich. Ich finde es spannend. Mir wäre das wieder ohne diese Störelemente viel zu clean. Und man kann eindeutig noch erkennen, dass ich ein bezauberndes Model habe, was sich die Haare vor einer Schaufensterscheibe rauft. Ich glaube, ich habe sogar durch zwei Scheiben durchfotografiert. Fokusmäßig ein bisschen hibbelig, aber sagt nie, nie. Nie, nie, nie. Thomas, Hafen City. Ja, was ist Thomas und was ist Reflexion? Ehrlich gesagt, wenn ich das Bild sehe, weiß ich es auch nicht mehr, warum die Situation ist. Ich glaube, dieser Bereiche, also da, wo Thomas ein bisschen dunkler ist, da waren keine Scheiben, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, würde ich auch so nicht mehr rekonstruiert bekommen. Aber ich finde gerade das Milchige durch die Reflexion verleitet ja auch länger drauf hängen zu bleiben und zu überlegen, was ist denn das jetzt? Wie hat er das denn gemacht? Und das ist jetzt keine Post-Production, das sah vor Ort wirklich so aus. Also ich habe jetzt nicht in Photoshop da irgendwie was milchig gemacht. Hier der Klassiker, ein Model muss ins Bild reingucken. Normalerweise bin ich auch ein Verfechter davon. Das war wieder so eine Geschichte, wo ich dachte, nee. Ihr Gesicht, das Posing von Nadine, das passt da alles so wunderschön, obwohl die so aussieht, als würde es, sieht ja so ein bisschen aus, als würde sie so wie so ein Engel, so die Blonden hier unten im unteren Bereich und oben, als würde sie so eine Leuchtspur im Dunkeln ziehen und nach rechts aus dem Bild rausschweben. Ne? Ist in Burscheid entstanden. Und was hier an Lichtreflexionen sind, das war ein Laub von Bäumen, die durch, ja, hinten rechts ist ja eine Lampe und die gab es vorne links auch nochmal. Das war so irgendwie, Model guckt aus dem Bild, finde ich manchmal überhaupt gar nicht schlimm. Ist auch wieder ein Environmental-Porträt, kleiner Mensch, aber darum soll es nicht gehen. Auch hier guckt Thomas aus dem Bild und nicht ins offene Bild rein. Gefällt mir trotzdem. Die Säule läuft so ein bisschen in die Ecke. Ja. Ihr seht, Regeln ergeben Sinn, aber nicht immer. Und wirklich bewusst sich mal zu zwingen, die zu umgehen, glaube ich, führt wirklich zu neuer Kreativität. Ja, nächster Ansatz, den man bebrechen kann. Das ist das Thema ISO und Filter. Ein Wort an dieser Stelle zum Mistfiltern. Nicht jeder mag sie. Ich kannte sie bis vor ein, zwei Jahren überhaupt gar nicht. Habe mich aber immer gefragt, warum mir manche Fotos im Internet so gut gefallen, warum mir manche Filme so gut gefallen. Das ist der Look. Das hier. Ich glaube, ihr seht schon ganz gut, was er macht. Der macht es milchiger. Das ist jetzt ein Einserfilter. Je kleiner die Zahl, desto stärker der Mist, der da drin ist, also die Verunreinigung. Ich glaube, ein Einser ist mir zu stark. 1,2 wird so mein Ding sein. Ich habe noch einen 1,4er. 1,8 ist mir definitiv zu schwach, aber das ist persönliches Gusto. Bei Dunkelheit bin ich jetzt mittlerweile verseucht und kann gar nicht mehr ohne fotografieren. Ich weiß, das ist manchmal paradox. Das ist das 50mm 1,2, was super, super scharf abbildet. Das kauft man sich, weil man es geil findet. Und dann sagt man, ich mag diesen super scharfen Look eigentlich gar nicht. Ich möchte es eigentlich ein bisschen weicher, ein bisschen unschärfer, ein bisschen nebeliger haben und schraubt dann sowas drauf. Ist absurd, ne? Aber vielleicht ändern sich ja die persönlichen Geschmäcker auch wieder, ne? Und man muss es auch mal von der Seite sehen. Hätte ich jetzt von vornherein ein sehr unperformantes Objektiv und man würde dann noch so einen starken Mistfilter drauf schrauben, wäre es mit dem Fokussieren noch schwieriger. Oder zumindest mit der Motiverkennung. Und ich kann euch berichten, gestern in der Gegenlichtsituation mit diesem potenten Objektiv, mit der, ich würde mal sagen, potenten Z8, mit dem mit dem einer Mistfilter, da war teilweise empty im Mitfokussieren. Ne? Und wir reden nicht von Dunkelheit. Egal. Also, wer noch keinen Mistfilter benutzt hat, ich empfehle euch, setzt euch damit mal auseinander. Man muss den Look mögen. Ich mag ihn aktuell sehr gerne. Erste Bild, Tier, Hafen City in der U-Bahn. Ihr seht diesen leicht milchigen Look. Die Lichtflecken, die werden halt viel weicher, diese Bubbles. Und wenn ihr helle Lichtquellen habt, die haben dann so einen leichten Heiligenschein, so ein Halo drumherum. Mag ich total gerne. Ist aber auch ein High-ISO-Bild. Also wenn man in dieses Bild jetzt auch mal wieder reinzoomen würde, da sieht man, da rauscht schon. Aber da darf es auch.
Weil ich sag mal, wenn man schon Mistfilter drauf macht, ne, dann verschlechtert man ja so schon das Bild. Und dann wieder zu sagen, ich muss das so rausrechnen. So, das Bild rauscht jetzt zwar nicht, aber hier auch sehr unperfekt, das passt in diesen Punkt vielleicht rein, nutzt vielleicht auch mal exotische Linsen. Das war, glaube ich, das 75 Wildtrox für APS-C Offenblende 1.2. Ist jetzt nicht super exotisch, also ich finde Wildtrox-Linsen per se, Preis-Leistung tippitoppi. Allerdings musste man hier in Kauf nehmen oder muss man in Kauf nehmen, ich verlinke das Video zu meinem Review an anderer Stelle, dass wenn ihr offenblendig fotografiert und ganz ehrlich, wenn ich eine 1.2 habe, dann nutze ich die auch, ne? So, dann hat man sich bei gewissen Lichtsituationen, hier seht ihr schön in der rechten Bildhälfte, Lensflares reingeholt. Aber ist das schlimm? Ne, ich finde es geil. Man muss nur darum wissen, wenn ich die weghaben will, muss ich 1 bis 2 Blendstufen abblenden bei dem Wildtrox. Also auch da, es gibt ja zum Beispiel die Helios-Linsen, die dieses Swirling Bokeh machen. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, wenn man von dem Perfekten einfach weg will. Bettina, gestern aus dem Shoot in Frankfurt. Komplett dunkel, ein paar Lichter, auch hier. Wenn man hier auf die Augen reinzoomen würde, das ist nicht mehr knackescharf. Weil ISO, ich glaube, jenseits von 2000 plus dem einer Mistfilter. Aber schaut euch doch mal bitte diese Halos da oben im Bild an. Dieses, also ich kann das nicht sagen, aber es macht ja eine Atmosphäre, schafft es ja in dem Foto. Wie gesagt, ich schwärme jetzt hier. Ich mag den Filter gerade total gerne. Das kann jeder von euch bitte genau auch ganz anders sehen und sagen, was ist das für eine verwaschene Scheiße? Hau ab damit, geh nach Hause. Das waren jetzt so die Hauptregeln, wo ich euch ermutigen möchte, die zu brechen. Jetzt kommt noch quasi ein weiteres Thema, das ist aber jetzt speziell vielleicht für Hochzeitsfotografen unter euch. Auslöser war dieses Bild. Ich habe mich mit dem Brautpaar total gut verstanden und der Bräutigam macht da so einen Michael Jackson-Move und streckt die Zunge raus und ich feiere das Bild immer noch, weil ich das so geil finde. Aber über Geschmack kann man streiten. Und ich habe das dann, glaube ich, auch auf meine Facebook-Seite gestellt und habe dann relativ viele, na, ich will nicht sagen Hate-Kommentare gekriegt, aber wie kann man sowas von dem Hochzeitspaar verlangen? Wie kann man sowas reinstellen? Das ist ja peinlich, du wirst keine Buchung mehr kriegen. So in den Tenor ging das. Und ich würde mich da nicht bange machen lassen, Fotofreunde, weil ich habe mich mit denen gut verstanden und wir haben Dinge besprochen, die wir machen wollen. Und diese Idee, die kam vom Paar. Somit, alles kann, nichts muss, aber auch gerade in der Hochzeitsfotografie kann ich euch nur den Tipp geben, um euch vielleicht von der breiten Masse ganz viele Hochzeitsfotografen-Dienstleister abzuheben, müsste man vielleicht auch mal andere Wege gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr eure Ideen dem Paar aufzwingen sollt, das wäre der falsche Weg, aber dafür macht man Vorbesprechungen und zeigt mal Bilder und klopft mal ab, ob man denn da auf derselben Wellenlänge ist. Und da halt auch ein Tipp, wenn man da komplett auseinanderläuft, ist das dann vielleicht nicht so gut, wenn man als Dienstleister tätig wird. Und das ist auch nur, finde ich, professionell, wenn man sagt, ich glaube, die Art von Bildern, die ihr haben wollt, das bin ich nicht. Ich sage ja, erlaubt ist, was gefällt. Das ist jetzt ein Mitzieher gewesen. Sie ist da auch nicht knackescharf. Und das ist alles andere als ein atypisches Hochzeitsfoto. Braut auf dem Skateboard, er zieht sie mit dem Fahrrad. Aber hat natürlich auch wieder 10 Minuten gedauert, bis dann einigermaßen Schärfe da war. Und als Mitzieher geht bestimmt noch mehr. Gleichwohl traut euch in der Hochzeitsfotografie auch mal Regeln zu brechen und was anderes zu machen. Natürlich in Absprache mit eurem Brautpaar. Beim Fertigmachen, die Trauzeugin oder die Blumenmädchen, das sind ja auch ganz intime Momente. Die Pulle steht jetzt hier schon drauf. Sprecht darüber vorher, macht nichts, was die Menschen nicht wollen. Aber wenn ihr merkt, ihr habt ein Level, dann nach vorne. Fotofreunde, das waren meine 8 Regelbruchtipps für kreativere Fotos, wenn ihr mal einen Breakdown habt, wenn ihr mal einen Stop habt, einen Tief habt oder vielleicht auch für bessere Fotos, aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters. So, und am Ende noch die Notiz, die ich mir jetzt gerade gemacht habe, wo ich darüber rede. Das ist eine Sache, die ich, wie formuliere ich das jetzt? Zum einen bei mir feststelle, wo ich einfach noch viel dazulernen muss, auch wenn ich das nicht immer möchte. Je mehr Technik ich beim Fotografieren benutze, desto unkreativer bin ich und desto langweiliger finde ich die Fotos, die ich gemacht habe. Ich sehe es auch oftmals im Internet bei anderen Fotografierenden, dass mit einem riesen Blitz-Setup aufgefahren wird, wo ich persönlich die Ergebnisse im Verhältnis zum technischen Aufwand nicht so toll finde.
Was aber auch wieder nur ganz meine ganz persönliche Meinung widerspiegelt, die ich jetzt hier ganz allgemein gehalten von mir gebe. Und bitte auch nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit Licht, mit Kunstlicht, mit Blitz, mit Dauerlicht, ganz und gar nicht. Es ist aktuell nicht meine Art des Fotografierens und jeder, der gerne mit Licht fotografiert, super. Ich glaube aber, das, was ich erlebe, geht auch vielen von euch zu. So, dass je mehr Technik man bedient, desto vernagelter ist man einfach in sehr Kreativität. Ich kann es jetzt vom Licht einfach aufs Vloggen übertragen. Immer wenn ich von einem Fotoshoot vor Ort noch parallel einen Vlog, ein Video für euch produziere, bin ich abends gar, weil ich mein Gehirn in zwei Hälften teilen muss. Der eine ist der Kreative und der andere ist der Begleitende, der Dokumentarische. Schön wäre es, wenn man halt immer einen zweiten Mann dabei hätte, ne? Und dann braucht man sich nämlich darum nicht kümmern. Aber das hat man eben nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste ein Licht, zwei Licht, drei Licht-Setup machen, mich überfrachtet das noch. Und ich glaube, so gut werde ich auch nie werden, dass ich mit drei Lichtern da hantieren werde. Vielleicht nehme ich mal eins mit, aber das liegt einfach auch an dem persönlichen Vermögen oder in meinem Fall Unvermögen. Da ist auch, wie gesagt, jeder Jeck anders. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl vielen von euch geht und dass ihr euch dann manchmal vielleicht fragt, warum bin ich jetzt mit meinen Bildern nicht so zufrieden? Da der Tipp, lasst mal ein bisschen Technik einfach weg und versucht vielleicht auch mal weniger Blitztechnik mitzunehmen, sondern einfach mal das vorhandene Licht zu erkennen, zu lesen und euch zunutze zu machen. So, mit diesen weisen Worten möchte ich dieses Videoformat schließen, was kein Wort zum Sonntag ist. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den einzelnen Punkten, ob ihr euch da irgendwo wiederfindet, ob ihr Dinge anders seht. Und natürlich, ob, wenn ihr vielleicht davon was umsetzt, ihr sagt, jo, das hat gut geklappt. In diesem Sinne, rausgehen, fotografieren, und im Optimalfall coole Bilder machen. Tschüss.